Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Randall's Monday. Und eben habe ich gesehen in dieser Schublade, das sind doch definitiv ein paar Utensilien von Link, oder? Würde ich sagen. Ein Bumerang, etwas Grünes und das kann so ein bisschen Triforce sein. Boah, würde auf jeden Fall passen. Von unserer letzten Halloween-Party. Aha. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Ja. Jedenfalls im Moment nicht. Das ist so cool, wie viele Anspielungen hier sind. Und da Atari. Ich hätte ja so gern einen Kühlschrank. Also einen, der auch funktioniert. Kann ich nicht machen, Amigo. Da klebt irgendwas die Tür zu. Wie, da klebt was die Tür Kann zu? Kann ich nicht machen, Amigo. Da klebt irgendwas die Tür zu. Echt? Aber ich sehe da nichts. Da kannst du doch ruhig mal ran, Mensch. Ich will wissen, ob da was drin ist. Also hier scheint nichts zu sein. Ah, Pizzaschachteln. Ich glaube, ein paar von den Salamischeiben haben angefangen, sich durch Mitose zu vermehren. irgendwer wird hier schon mal sauber machen. Wie wär's, wenn du damit anfängst? Hier mach ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Ist Mortimer der, der nicht mal aus seinem Zimmer kommt? Lieber nicht. Die Pizzen vegetieren schon viel zu lange in der Anrichte. Ist immer so begeistert. Okay, das hier ist so verdächtig. Als wäre da irgendetwas drunter versteckt. Oh, Fernbedienung. Die Fernbedienung. Okay, nehmen wir die mal. Super, die haben wir tatsächlich genommen. Die war nochmal Inventar. So, jetzt könnten wir die Fernbedienung auf... Oh, ich kann den Fernseher gar nicht auswählen. Oh, schade, okay. Na, dann wohl doch nicht. Ich gucke aber nochmal rein. Diese Batterien werden vielleicht nochmal nützlich. Ah, gut, immer alles anschauen. Ein paar Batterien. Fast leer. Ja, aber ein bisschen Saft ist bestimmt noch drin. So, hatten wir das Sofa angeschaut? Seht den wichtigsten Einrichtungsgegenstand im ganzen Haus. Ohne ihn wäre ich verloren. Wie könnte ich sonst meine Filme genießen? Meine gerippten Filme. Reiset den Herrn für ungeschützte WLAN-Verbindungen. Oh Mann. Jetzt gerade nicht. Okay. Oh, ein Besen. Nee, den wird er sowas von gar nicht anfassen wollen. Oh. Okay, ich habe mich voll in ihm getäuscht, das muss ich zugeben. Ah, da ist der Besen. Mit dem Besen haben wir immer umgeschaltet. Glaub nicht, dass der jemals zum Fegen benutzt wurde. Ach so. Okay, Fenster. Wir können ja mal schauen. Von hier kann man die Straße sehen. Ich mach das Fenster nicht auf. Da ist nur Lärm draußen. Oh, da raus. Guten Morgen, oh ah, Welt. Das hatten wir ja schon. Ah, der ist aus Star Wars, glaube ich. Eine Menge Zeugs, aber nichts Nützliches. Oh, das grüne Kraut, das ist aus Resident Evil. Kann ich das mitnehmen? Brauche ich nicht, mein Lebensbalken ist voll. Ja, der ist wahrscheinlich das ganze Spiel übervoll. Ich hätte das grüne Kraut in der Villa lassen sollen. Regale, Regale. Oh, Yoshi! Tetris-Teil, oh mein Gott, ich liebe es. Aber das kenne ich, glaube ich, nicht. Das sagt mir jetzt gerade nichts hier. Haben wir hier noch was? Hier ist das Poster. Der Dude. Ein echtes Vorbild. Man sollte ihm ein Denkmal setzen oder sowas. Gefällt mir da ganz gut. Na gut, dann nehmen wir das nicht mit. Wollen wir einmal schauen, ob wir was verpassen? Ha, wartet mal. Oh, die Buchstützen, die hätte ich jetzt echt verpasst. Ich glaube, der scheiß Kosak hat mich mit den Buchstützen beschissen. Auf gar keinen Fall. Die stützen meine geliebte Dostojewski-Gesamtausgabe. Was? Wirklich? Das hätte ich jetzt nicht erwartet von Randall. So, oh, ach ja, Flix, ich muss noch ein bisschen klarkommen mit den Tasten. Also, die Buchstützen willst du nicht mitnehmen, dann nimmst du sie halt nicht mit. Und hier drüben haben wir, glaube ich, auch nichts mehr. Aber wir könnten da nochmal im Badezimmer nachschauen, was da so ist. Boah, die Dusche sieht ja mal so richtig appetitlich aus. Oh, ein Entenbügel! Ein Kleiderbügel mit Charakter. Süß. Darf ich den mitnehmen? Oh, ich nehme ihn tatsächlich mit, das ist super. Machen wir mal. Ach nee. Oh, ich komme immer noch durcheinander. Ein Kleiderbügel mit Charakter. Kann er da nichts mitmachen? Ich überlege nur gerade, ob man ihn an irgendetwas verbiegen kann. Ach, hier kann man auch speichern. Ah, okay, okay. Nee, das wollte ich gar nicht. Okay, so wunderbar. Hier ist die Toilette. Eine Menge Leckereien sind da schon runtergespült worden. Ja, später vielleicht. Okay. Haben wir hier noch irgendetwas? Hier ist der Schrank. Hier ist ein Wasserhahn. Ein stinknormaler Wasserhahn. Alter, es ist ein stinknormaler hey, Wasserhahn. Man soll kein Wasser verschwenden. Voll gut. Er hat uns sehr, sehr vorwurfsvoll angeschaut. So, na dann gehen wir mal auf den Flur, würde ich sagen. Mortimer, ich gehe zur Arbeit.
Huch. Oh Gott. Ist das mein Kater? Oder klopft der Tod schon wieder an die Tür? Wer auch immer Sie sind, ich will Sie nur wissen lassen, dass ich die Knarre meines Vaters... Randall Hicks, lass den Scheiß und mach die Tür auf. Mr. Marconi? Bin sicherlich kein Vertreter. Mach die Tür auf. Mr. Marconi? Oh. Ich bin froh, dass Sie es sind. Aber machen Sie das bitte nie wieder. Verdammt, Hicks, wovon redest du? Davon, mich so zu erschrecken. Neue Hosen kann ich mir gerade nicht leisten. Mann, Cannelloni. Hast du mich gerade Cannelloni genannt? Ach, kommen Sie. Ich hatte eine schreckliche Nacht. Könnte schwören, dass mir jemand die ganze Zeit ins Ohr geflüstert hat, dass ich verflucht bin. Und ich bin fast sicher, dass ich wieder in den Schrank gepisst habe. Weißt du, was für ein Tag heute ist? Oh nein, wollen Sie etwa das Frettchen aus dem Rohr entfernen? Ich weiß nämlich nicht, ob ich es körperlich ertragen kann, ihn den ganzen Tag ins Maurerdekolleté zu sehen. Gehen Sie etwa in Rente? Dabei haben wir gerade erst angefangen, uns so richtig kennenzulernen. Alles Gute zum Vermietertag? Ist das nicht der Tag, an dem Sie von Tür zu Tür ziehen und die Miete senken? Ja, das hört sich gut an. Alles Gute zum Vermietertag? Ist das nicht der Tag, an dem Sie von Tür zu Tür ziehen und die Miete senken? Echt witzig. Die Miete, Hicks. Wie immer bist du zu spät dran. Ich sehe mein Geld nicht. Ich auch nicht, Mr. Marconi. Aber kommen Sie schon. Bin doch nur ein paar Tage überfällig. Keine große Sache. Oh, da hat irgendwie die Tonspur gefehlt. Probleme mit dem Papierkram gegeben haben. Verdammte Bürokratie. Ich werde mal mit meinem Finanzberater reden. Ich melde mich bei Ihnen so schnell ich kann. Bitte, X. Du hast so viel mit einem Finanzberater am Hut wie ich mit Ballettschuhen. Lass dir was Besseres einfallen. So wie damals, als ich sie mit Goldmünzen bezahlen wollte? Das waren golden angemalte Kronkorken. Ich habe 3 Wochen gebraucht, um die Farbe von meinen Händen zu kriegen. Sehr schlau. Mr. Marconi, ich wollte ja mit Ihnen reden, aber ich fürchte, Ihnen wird nicht gefallen, was ich zu erzählen habe. Mr. Marconi, ich habe ein Problem. Seien wir einfach mal direkt. Mr. Marconi, ich habe ein Problem. Du wurdest mit einem Problem geboren. Nein, so war das nicht. Das Ding ist, mein Job macht mich wirklich fertig. Ich werde ausgebeutet. Es kommen immer hunderte von Bestellungen rein, die alle pünktlich und in perfektem Zustand geliefert werden müssen. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Mir egal. Die Kunden. Alles Egoisten. Die sagen nie Danke oder schönen Tag noch. Die behandeln mich wie Dreck, wissen Sie? Als hätte ich keine Gefühle. Die sagen nur Sachen wie, das Paket ist kaputt. Das Paket sollte nicht tropfen. Das ist nicht die Adresse, die Sie suchen. Ist es denn zu viel verlangt, dass Sie einfach unterschreiben und Ihr kaputtes Paket behalten? Randall. Ja, Mr. Marconi? Du arbeitest für den schäbigsten Kurierdienst der Stadt. Und du denkst länger darüber nach, wie du von der Arbeit wegkommst, als du tatsächlich arbeitest. Wow, 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 Mr. Marconi, das ist aber so nicht ganz richtig. Doch, das ist es. Randall, du bist wie ein Sohn für mich. Weißt du, was das heißt? Nichts Gutes wahrscheinlich. Wenn wir rummachen, wäre das Inzest. Oh Gott, dass sie bereit sind, mich zu unterstützen, bis ich meinen eigenen Weg finde? Oh mein Gott. Wollen Sie mir mein erstes Auto kaufen? Danke, Daddy. Dass ich beim nächsten Sonntagsspiel aufgeregt nach Ihnen in der Menge suche, wenn mein Team gewinnt, in der Hoffnung, dass Sie da sind? Doch Sie werden nicht da sein und ich sterbe innerlich ein kleines bisschen? Dass wir endlich mal unser Gespräch über die Blumen und Bienchen führen? Oh mein Gott, das ist krass. Wenn wir Rom machen, wäre das Inzest? Jesus H. Christ, deine Eltern tun mir leid. Danke, Mr. Marconi. Sie sind wie der Vater, den ich immer wollte. Dieses Jahr zum Vatertag mache ich Ihnen eine ganz besondere Karte. Mit Macaroni und Glitzer. Du machst mich fertig, Hicks. Nimm dir lieber ein Beispiel an deinem Mitbewohner Mortimer. Der ist ein echter Arbeiter. Wovon reden Sie da? Der Typ ist seit Monaten nicht aus seinem Zimmer gekommen. Er ist der perfekte Mieter. Er ist ruhig und macht mir nie irgendwelchen Ärger. Alles, was du kannst, ist mir das Leben zur Hölle machen. Ich weiß, Mr. Marconi, keine Megafone mehr nach 10 Uhr, wie versprochen. Und soweit ich weiß, spricht Mortimer nicht mal unsere Sprache. Lass ihn in Ruhe. Versuch lieber selber verantwortungsvoller zu sein, Hicks. Wie wäre das? Fang mal was mit deinem Leben an, Herrgott nochmal. Ja, ja, geht sofort los. Übrigens, Sie sagten, Sie würden mir mein Megafon wiedergeben. Ich will mein Geld. Jetzt! Wo Sie Mortimer gerade erwähnen, er sollte Sie bezahlen.
Mr. Marconi, wussten Sie, dass es da dieses Gerücht gibt, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit? Wo Sie Mortimer gerade erwähnen, er sollte Sie bezahlen. Gott! Oh, ich hatte gerade das, was man in Alkoholikerkreisen als Moment der Klarheit bezeichnet. Ich habe meine Hälfte letzte Woche Mortimer gegeben. Das reicht, Hicks. Dein Mitbewohner ist ein vielbeschäftigter Mann, also erspar ihm deine Lügen. Geh da rein und bring das in Ordnung. Ich gehe nicht hier weg, bevor du bezahlt hast. Mr. Marconi, wussten Sie, dass es da dieses Gerücht gibt, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit? Sehe ich für dich aus wie Krösus? Jetzt muss ich sagen, Sie sehen eher so aus, als müssten Sie in einer Mülltonne wohnen. Sehr witzig, Hex. Weißt du was? Ein Anruf von mir und du wärst Fischfutter. Nee, ich bin nicht der Typ für marine Fauna. Aber wenn eins dadurch klar wird, dann das, dass Sie ein wohlhabender Mann sind. Da fällt's doch gar nicht auf, wenn ich diesen Monat keine Miete zahle. Hex. Okay, Mr. Marconi. Ich sehe mal, was ich machen kann. Er gibt auf. Darf ich jetzt nicht raus, bevor ich das Geld habe? Genosse Mortimer, Alarmstufe Rot. Der alte Marconi will, dass wir unsere Schulden bezahlen. Heute. Mortimer, der Vermieter, war gerade hier. Er sagte was von Schulden und etwas über Körperteile, die er uns ausreißt. Also bitte komm aus deiner Gruft, damit wir das regeln können. Ach ja, und er sagte, er hasst dich. Mortimer, kannst du mal deine Hälfte der Miete unter der Tür durchschieben? Marconi war da und er steht jetzt im Flur und brüllt Red Room, Red Room. Mortimer, kannst du mal deine Hälfte der Miete unter der Tür durchschieben? Marconi war da und jetzt steht er im Flur und brüllt Red Room, Red Room. Mortimer, lass den Scheiß und gib mir das Geld oder du wachst morgen mit meinem Kopf auf deinem Kissen auf. Und du bist der Nächste. Wenn ich ihm sage, dass du Mrs. Marconi Liebesbriefe geschrieben hast, gehst du mit unter, mein Freund. Ich hab kein Wort verstanden. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass einmal Knurren Nein heißt und zweimal Ja. Ich bin schon so weit, dass ich dir einfach die Tür eintrete und dir aufs Dach steige. Warte mal, dreimal Knurren? Alter, die Ansage war, zwei heißt ja, eins heißt nein. Aber drei? Was soll das? Mortimer, ich verstehe deine Sprache einfach nicht. Können wir wieder Klingonisch nehmen? Okay, Mortimer, du bist auf dich allein gestellt. Wenn der alte Marconi hier reinschneit, werde ich weit weg sein. Übrigens, ich habe ihn Cannelloni genannt und mich über seine Körperhygiene lustig gemacht. Viel Spaß. Ich finde das erste geil. Mortimer, ich verstehe deine Sprache einfach nicht. Können wir wieder Klingonisch nehmen? Oh, jetzt ist er abgehauen. Mortimer. Mortimer? Hallo. Ah, was, scheiß drauf. Och, aber ich hab doch kein Geld. Da kann ich rein? Nicht näher ran. Könnt mich ja irgendwas angreifen. Ich guck mal, was passiert, wenn wir jetzt rausgehen. Oh, und? Scheiße. Schön, Sie zu sehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, hey, Ihr Lieblingsmieter Mortimer lässt Folgendes ausrichten. Knurrülps. Ja, ich denke, das waren seine Worte. Hey. Ja, das nehmen wir. Ihr Lieblingsmieter Mortimer lässt Folgendes ausrichten. Ja, ich denke, das waren seine Worte. Junge, wenn dir dein jämmerliches Leben was wert ist, dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden und besorg mein Geld. Huch. Och Mann, aber wie soll ich es denn besorgen? Wo könnten wir Geld finden? Jetzt gerade nicht. Ja, ich dachte, dass da vielleicht was versteckt ist drunter. Wir haben ja ein bisschen Geld, aber es ist scheinbar nicht genug. Viel. Okay. Was war hier? Hier ist aber keine Stellenanzeige, oder? Lass mich doch aus dem Haus raus, netter Mann. Ich guck mich nochmal kurz um. Auf der Toilette waren wir ja gewesen. Was war hier oben noch gleich? Ach ja, das grüne Kraut. Kann er nicht das Fenster aufmachen und da raussteigen? Ja. Aber das da führt nicht zum Feuerleiter. Ah, aber das da. Und was ist mit Randalls Zimmer? Ja, super, Feuertreppe. Wir können abhauen. Die Feuerleiter, hm? Ja, gute Idee. Ich mag diesen metallischen Klang. Da fühle ich mich sicher. Was ist das? Was war das? Kam das von der Feuerleiter? Vielleicht sollten wir noch mal darüber nachdenken. Was ist denn das gewesen? Meine Güte. Aber so furchteinflößend wie Marconis haarige Ader ist es noch lange nicht, würde ich wetten. Oh.
Oder vielleicht doch. Also dem Klang nach ist ein Scheißmonster in der Gasse. Scheißmonster. Wow, wow, jetzt mal im Ernst. Ich bin relativ zu jung, um zu sterben. Okay, ich sterbe also hier. Aber wenigstens werde ich dem Tod in die Augen sehen und sagen, ich fürchte dich nicht. Okay, na dann gehen wir wohl nach unten. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt, was uns da erwartet. Ist das dieses Kätzchen da? Hä? Das macht doch voll die süßen Geräusche. All das wegen einer dämlichen, dreckigen Katze. Naja, schon irgendwie peinlich. Immerhin hat's keiner gesehen, außer der Katze. Und natürlich Mrs. Grozer. Ich liebe es, wenn er einen so anguckt. Das ist Mrs. Grozers Topfpflanze. Ganz hübsch. Boah, ist okay, ne? Ein scheiß Blumentopf? Den soll ich jetzt auch noch mitnehmen? Warum denn? Ich finde das so geil, wie er manchmal reagiert. Mann, das klingt genau wie Matt beim Reihen. Ich weiß nicht, ob die auch anderthalb Kästen Bier getrunken hat. Nein, das glaube ich nicht. Oh, bleib lieber von ihr weg. Okay, ich glaube, das ist gefährlich. Ja. Hm. Ah, Haken, guck mal. Ich komm nicht ran. Scheiße. Ich muss die Leiter losmachen, aber ich komme nicht an diesen scheiß Haken ran. Was haben wir denn im Inventar? Ey, der Besen. Nur damit bekomme ich die Leiter nicht los. Ach nee, wieso nicht? Das mit dem oder was? Wow, tatsächlich. Sieh dir das an. Ist sogar immer noch etwas Draht übrig. Geil, wir haben noch Draht. Ich weiß zwar noch nicht, Teleskop-Entenbügel. Perfekt. Ich bin die stinkende Katze losgeworden. Und die Luft ist rein. Es geht bergauf. Du bist verflucht. Na? Du bist verflucht. Was bitte bin ich? Verflucht. Verflucht? Das habe ich mir also nicht eingebildet. Du bist verflucht. Oh Mann. Hast du mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen? Besten Dank für diese höllische Nacht. Es war die schlimmste meines Lebens. Bis auf das eine Mal, als ich 3 Jahre alte Mayonnaise gegessen hatte. Warte nur, bis ich unten bin. Du bist verflucht. Jetzt reicht's. Niemand verflucht Randall. Wer ist denn das da unten? Ich guck mal noch kurz bei der Dame hier. Mrs. Grozer findet mein Abenteuer richtig aufregend. Sie blinzelt nicht mal. Oh Gott, hoffentlich geht's ihr gut. Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Hallo, Mrs. Grozer. Wie läuft's? Und wie geht es Mr. Grozer? Ist seine Hüfte schon wieder in Ordnung? Das mit dem Rollschuhvorfall, das tut mir aufrichtig leid. Ich hätte wissen sollen, dass ihn die Treppe runterschubsen keine gute Idee war. Normalerweise erzähle ich den Leuten einfach, dass es Mortimer war. Okay. Tschüss, Mrs. Grozer. Grüßen Sie Mr. Grozer von mir. Oh je. Er ist so böse. Was ist das denn für ein... Du bist verflucht. Scheiße. Wie wahrscheinlich war das? Puh, das war knapp. Ich glaube, ich kotze gleich mein Herz raus. Der Geschmack der Freiheit. Du bist verflucht. Langsam, langsam. Dich habe ich nicht vergessen. Kleinen Moment, ich check nur kurz, ob alles da ist, wo es hingehört. Und dann entscheide ich, ob ich mich mit dir anlege oder sehe, dass ich hier wegkomme. Nachdem ich dir einen Stein ins Gesicht geworfen habe oder sowas. Das aber wäre leicht aggressiv. Kaputte Feuertreppe. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Ja, das stimmt. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Oder was? Oh, Hundi. Hey, ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay. Cool, darf ich den mitnehmen? Den lass ich lieber in Ruhe. Der ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Ach Quatsch, guck doch mal, wie süß der aussieht. Beifuß, komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Naja, ist ja auch nicht deiner. Hier ist ein Mülleimer. Da können wir ja nochmal schauen. Mir gefällt das Containern auch nicht, aber wer könnte zu einer alten Tube Klebstoff schon Nein sagen? Wie, ist da eine? Ich trag nicht gerne Mülleimer mit mir rum. Oh, schade. Blumentopf. Ich könnte mir die Augen ausheulen, wenn ich Veganer wäre. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Der bleibt hier. Ist ja gut, okay, okay. Ja, ich glaube, das ist dann das Letzte. Und hier können wir die Straße, hier sind noch Müllcontainer. Ein stinkiger Müllcontainer.
Da fasse ich bestimmt nichts an. Kann ich sogar verstehen. Ich glaube, da finde ich nichts Nützliches drin. So, mein Lieber, was ist jetzt dein Problem? Du bist also ein Penner, hm? Und du bist? Wie jetzt? Du weißt nicht mal, wer das Opfer deines Geschreis letzte Nacht ist? Falsche Adresse, die Katze ist da lang. Du bist genau der, den ich suche, du Penner. Deine Tage als Fluchbringer sind gezählt. Oh Mann, armer alter Kerl, der Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Du bist genau der, den ich suche, du Penner. Deine Tage als Fluchbringer sind gezählt. Schon wieder falsch. Ich bin kein Penner. Klar bist du das. Und ein hartes Trinkproblem hast du auch, würde ich sagen. Junge, du könntest dich kaum mehr täuschen. Ich bin Geschäftsmann und ich trinke nur Energy Drinks. Oh, na dann bitte ich vielmals um Verzeihung, Gordon Gecko. Ich wusste nicht, dass das hier Ihr Büro ist. Vorsicht, wenn Sie raus auf die Straße gehen, nicht, dass Ihr hübscher Anzug dreckig wird. Okay, das war ein Tiefschlag, Junge. Ein Geschäft leiten ist kein Spaziergang, weißt du. Wenn du es etwas bringen willst, musst du ganz unten anfangen. Ja, naja, da bist du dann klar im Vorteil. Tiefer geht's für dich nicht. Außerdem weiß jeder, dass Betrunkene immer die Wahrheit sagen. Wenn du also sagst, ich wäre ein betrunkener Penner, ich aber behaupte, ich wäre keiner, würde das nicht in einem Paradoxon resultieren, du Klugscheißer? Er hat recht. Mal sehen, du ziehst dich an wie ein Penner, du riechst wie einer und nichts, was du sagst, ergibt Sinn. Ich will sie ja nicht verhageln, aber wenn der Cursor über dir liegt, steht da ich Penner. Ich will sie ja nicht verhageln, aber wenn der Cursor über dir liegt, steht da Penner. Okay, einigen wir uns auf Geschäftspenner. Wärst du an einer würgenden Katze interessiert? Eine würgende Katze? Oh Mann, armer alter Kerl. Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Hör zu, dein Problem ist, du hattest ziemlich lang kein Mädchen mehr, wenn überhaupt jemals. Hab ich recht? Hör du mal zu, Penner. Ich hab da zwei Worte für dich. Halt deine Scheißfresse. Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Aber was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt? Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht? Weil ich glaube, den habe ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, habe ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Du hast dich gerade verraten, alter Junge. Nein, das glaube ich nicht. Okay, was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge, und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kann's kaum erwarten. Du bist verflucht! Oh. Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt, ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Hä? Ich kenn Leute wie dich. Ich hab selber Probleme, weißt du? Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie soll die Menschheit nur überleben? Gott, schon wieder diese Lahmsprüche? Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse. Also zusammenfassend, du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha! Hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Du willst mir helfen? Was für ein Brüller. Ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen. Ich bin kein Idiot. Reden wir hier von Exorzismus, weil dann wäre ich tatsächlich interessiert. Okay, tut mir leid, dass ich keine Hilfe von einem irren alten Penner, der Leute anschreit, annehme. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Reden wir hier von Exorzismus, weil... Dann wäre ich tatsächlich interessiert. Nicht diese Art von Fluch. Egal, wie ich schon sagte, ich bin Geschäftsmann. Wenn du mehr wissen willst, ruf einfach in meinem Büro an. Hier ist meine Karte. Echt? Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Und es steht keine Nummer drauf. Hä? Wie soll das uns denn helfen? Die gucke ich mir mal ganz kurz an. Der Penner sagt, das ist seine Visitenkarte. Das ist ja komisch, okay. Das kann ich nicht rasieren. Kann ich irgendwas damit rasieren? Nee, das ergibt alles eigentlich keinen das Sinn. Das kann ich nicht rasieren. Naja, okay. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge von Randall's Monday wieder. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.